Dreimal abgefeuert. Dieses mein Beweis. Die Mordwaffe? Etwas an dieser Pistole hat mich gestört, euer Ehren. Beide Zeugen gestern haben ausgesagt, sie hätten zwei Schüsse gehört. Doch die Mordwaffe ist dreimal abgefeuert worden. Wann also wurde der letzte Schuss abgegeben? Erst jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Der dritte Schuss war der Schuss, den Larry vor Mitternacht hörte. Ruhe, Ruhe! Das würde einen Sinn in die bisher gesehenen Beweise bringen. Wie auch immer. Nun frage ich mich, was genau in dieser Nacht auf dem See geschehen ist. Genau. Ist es wahr? Ist es wahr? W-A-H-R. Just saying. Ist es wahr? Wurde zu zwei Zeitpunkten geschossen, mit 25 Minuten dazwischen. Einmal um 10 vor 12 und ein weiteres Mal um 15 Minuten nach Mitternacht. Warum, frage ich sie dann? Warum? Jetzt muss ich mir schnell was einfallen lassen. Ein Moment! Schütze, mit 25 Minuten Abstand. Was das Ganze zu bedeuten hat. Geht's im nächsten Part, bis gleich! Oh, ich bin so ein Arschloch. Willkommen im nächsten Part. Und finden wir raus, was es damit auf sich hat. Was ist los, Nick? Ich hab's! Hä? Erinnerst du dich an den Fall mit dem Stil-Samurai? Hä? Ja, sicher erinnere ich mich daran. Der Mörder in diesem Fall hatte die gleiche Idee wie der Mörder in diesem Fall. Was meinst du? Maya! Ja? Wenn wir das jetzt nicht herausbekommen, werden wir den Schuldspruch nicht abwenden. Ich hab so eine Ahnung und werde entsprechend handeln. Okay? Ich meine, ist das sicher? Sicher? Wir haben bereits den Schuldspruch. Wir haben nichts zu verlieren. Sieh einfach zu und sag mir, wenn ich etwas sage, ob das komisch klingt, okay? Okay, Nick. Euer Ehren. Ja, Herr Wright? Die Aussage gerade hat den Fall aufgeklärt. Was? Wie das denn jetzt? Was meinen Sie damit, Herr Wright? Sie haben die Wahrheit also endlich eingesehen? Es kann keinen anderen Mörder als Miles Edgeworth geben. Falsch, von Karma. Ein Mann wurde in dieser Nacht erschossen, aber nicht von Edgeworth. Hören Sie zu, Sie Anfänger. Atmen Sie tief durch und sehen sich die Fakten an. Zum Zeitpunkt des Mordes war ein Boot auf dem See. Das zeigt uns das Foto der Zeugin. Der Angeklagte Edgeworth und das Opfer Robert Hammond befanden sich in diesem Boot. Ein Schuss wurde in diesem Boot abgegeben und Robert Hammond fiel in den See. Ein Schuss wurde aus einem Meter Abstand abgegeben. Es kann kein Selbstmord sein. Nun, der Schuldige muss der andere Mann im Boot sein. Ich gebe zu, dass es eine andere Erklärung schwer vorstellbar ist. Ja, aber das basiert auf der Annahme, das Opfer wäre um 23:15 erschossen worden. Hä? Was meinen Sie damit, Herr Wright? Wir haben einen fotografischen Beweis für die Schusszeit. Die Zeitangabe auf dem Foto lautet 23:15. Aber Larry hat 25 Minuten zuvor einen Schuss gehört. Da wurde Robert Hammond ermordet. 25 Minuten vor dem Schuss auf dem See. Nur so kann Edgeworth unschuldig sein. Hä? Herr Wright, sind Sie vollkommen verrückt geworden? Erklären Sie mir, wer da im Boot sitzt. Natürlich waren es Edgeworth und der Mörder. Nachdem der Mörder Robert Hammond um 10 vor 12 ermordet hatte, verkleidete er sich als Robert Hammond und traf sich mit Edgeworth. Was? Was? Das haben Sie gerade gesagt, oder? Ist es Ihr Ernst? Ja, Edgeworth wollte uns nicht sagen, warum er in dieser Nacht zum See ging. Ich habe jedoch eine Vermutung. In dieser Nacht bestellte Robert Hammond Edgeworth zum See. Edgeworth kannte Robert Hammonds Gesicht nicht so genau. Darum ahnte er nichts, als der Mörder Robert Hammonds Platz einnahm. Hä? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lächerlich! Herr Wright, nennen Sie uns den Namen des Mörders. Der Name des Mörders. Okay, es war...
Ich kenne den Namen des Mörders nicht wirklich. Sie kennen ihn nicht? Bah! Wieder verschwendete Zeit. Ich kenne ihn nicht, weil er ihn uns nie nannte. Hä? Der Mörder ist der Bootsverleiher, der alte Mann. Um 10.12 Uhr tötete er Robert Hammond. Der Bootsverleiher? Wo hat er das getan? Es war zu dieser Zeit keine Boote auf dem See. Warum hätte er bis aus den See rausfahren sollen, um jemanden zu erschießen? Darf ich vorschlagen, dass der tatsächliche Tatort kein Boot war? Was? Nun, wo fand der Mord dann statt? Zeigen Sie dem Richter, wo der Mord tatsächlich stattfand. Ganz einfach. Präsentieren! Es ist so toll, wenn man diesen Fall schon kennt. Hier natürlich, im Bootsverleih, wo er lebt. Auf diese Weise konnte er sich ungesehen mit dem Opfer treffen. Haben Sie einen Beweis dafür, dass der Bootsverleiher der Tat... Haben Sie einen Beweis dafür, dass der Bootsverleih der Tatort war? Erinnern Sie sich bitte an Larrys Zeugenaussage. Das Boot spackte ein wenig rum, denn besoffen. In der Nacht war er mit einem Boot auf dem See unterwegs und suchte etwas. Dann fuhr er besoffen ins andere Boot rein. Er findet es und bringt das Boot zurück. Dann, gerade als er nach Hause gehen will, hört er einen Schuss. Er hörte einen Schuss, euer Ehren. Obwohl er zu dieser Zeit Kopfhörer trug. Mit anderen Worten, der Schuss kam ganz aus seiner Nähe. Und wo wäre das, wenn er gerade das Boot zurückgebracht hatte? Der Bootsverleih? Herr Wright, was passierte in dieser Nacht auf dem Gurtsee? Berichten Sie dem Gericht vom Anfang an. Ja, euer Ehren. Nick, bist du dir in dieser Sache sicher? Nicht wirklich, aber ich glaube, wenn ich ganz von vorn anfange und langsam mache, kann ich es herausbekommen. In dieser Nacht bestellte der Bootsverleiher Robert Hammond in seinen Laden. Geiles Bild. Das war gegen 10:12. Da wurde der Schuss abgefeuert, den Larry hörte. Danach zog der Verwalter Robert Hammonds Mantel an. Er wurde zu Robert Hammond. Dann stieg er mit Edgeworth ins Boot und fuhr zur Mitte des Sees. Aber wer hat dann im Boot die Pistole abgefeuert, Herr Wright? Der Bootsverleiher. Ganz einfach. Natürlich war es der Mörder, der die Pistole abfeuerte. Er schoss zweimal. Beide Schüsse trafen Edgeworth absichtlich nicht. Ein Moment. Ja? Warum sollte er zweimal schießen, wenn er gar nicht treffen wollte? Oh oh, Details. Denken Sie daran, Herr Wright. Der Moment, in dem Ihnen die Erklärung ausgehen, ist der Moment, in dem Sie verlieren. Sagen Sie uns, warum der Mörder zweimal geschossen hat. Ich schoss zweimal, um einen Zeugen zu haben, euer Ehren. Einen Zeugen zu haben? Der Mörder hebt die Pistole und schießt einmal. Das stellt sicher, dass jeder, der den Schuss hört, zum See schaut. Genau das tat Frau Hart, als sie den ersten Schuss hörte. Dann. Der Mörder wartete auf einen Moment und schoss erneut. Dann. Springt der Mörder selbst aus dem Boot. Lässt die Pistole dabei im Boot zurück. Ich verstehe. Jemand, der vom Rande des Sees zusieht, muss den Eindruck gewinnen, dass der eine Mann im Boot den anderen Mann erschossen hat. Der Mörder wusste natürlich nichts von der automatischen Kamera. Darum schoss er zweimal, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sobald man das weiß, fügt sich alles andere ins Gesamtbild. Der Verwalter des Verleihs schwamm zurück zu seinem Laden. Dann zog er der Leiche von Robert Hammond den nassen Mantel wieder an und warf den Körper in den See. So ist es passiert, euer Herr. Dies sind die Ereignisse, in dieser Nacht am Gurtsee stattfanden. Gerichtsdiener, bringen Sie den vorherigen Zeugen herein. Den Bootsverleiher. Schnell, schnell! Was? Wie? Der Mörder noch hier im Angebot? Sehr gut. Während wir auf den Bootsverleiher warten, möchte ich dem Angeklagten Miles Edgeworth einige Fragen stellen. Herr Edgeworth, bitte treten Sie in den Zeugenstand. Herr Edgeworth,
Sie haben gehört, was die Verteidigung zu sagen hatte? Ja. Nun, warum waren Sie in dieser Nacht am See? Was Wright gesagt hat, stimmt weitestgehend. Erstaunlicherweise. Ja. Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief. Der Brief war mit Robert Hammond unterschrieben. Er bat mich, um Mitternacht des Weihnachtsvorabends zum Bootsverleih zu kommen. Er habe eine wichtige Sache mit mir zu besprechen. Etwas Wichtiges? Es tut mir leid, ich kann nicht sagen, was es war. Euer Ehren! Gerichtsdiener! Wir halten hier ein Verfahren ab. Seien Sie bitte still, während... Der Zeuge ist verschwunden! Er ist noch nicht beim Bootsverleih! Was? Was soll ich tun? Finden Sie ihn, schnell! Wir können ihn nicht entkommen lassen! Herr von Karma, Ihr Zeuge ist verschwunden! Ein Fahndungsbefehl wurde bereits erteilt. Es ist klar, dass unter diesen Umständen kein Urteil gefällt werden kann. Wer hätte das vermutet? Ich werde die Verhandlung auf morgen vertagen, dem letztmöglichen Prozesstag. Ich erwarte, dass die Polizei mit Katzenmacht nach diesem Zeugen sucht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Arschloch. Eines noch. Wer ist dieser Bootsverleiher nun eigentlich? Ich denke, dass seine Identität sehr wichtig ist für dieses Verfahren. Ich will ihn. Und ich will wissen, wer er ist. Nun gut, die Sitzung ist geschlossen. Holy fuckness! Da ging's ja gerade echt ab, oder? Sie muss jetzt Nummer 2. Mit der coolen Pflanze. Junik, du hast es geschafft! Ja. Nun, zumindest sind wir diesem Schuldspruch losgeworden. Und Larry, das war mal was anderes. Sogar von Karma wusste nicht, was er mit seiner Aussage anfangen soll. Larry hat uns wirklich geholfen. Sicher, nachdem ich seine einmaligen Erinnerungen sortiert hatte. Trotzdem, er hat uns gerettet. Ich wünschte mir nur, dass unsere Fälle nicht immer so auf Messers Schneide stünden. Phoenix, dann wäre das langweilig, dann würde keiner das Spiel kaufen. Ich weiß, was du meinst. Blöder Entwickler. Manchmal habe ich das Gefühl, man würde uns den Prozess machen. Nicht den Mandanten. Hey, Edgeworth. Herr Edgeworth? Ich kann nur mit Nasallauten antworten. Haben Sie etwas gesagt? Gucken Sie nicht so gequält. Ich meine, es sieht doch so aus, als würden wir Sie wohl vom Haken kriegen. Sie können ein bisschen lächeln. Entspannen Sie sich. Es tut mir leid. Aber ich befürchte, für mich ist es noch nicht vorbei. Was meinen Sie? Right. Es gibt da etwas, das mich seit einer langen Zeit beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzählen soll. Edgeworth? Nein. Ich heiße nicht Edgeworth. Nein, es bleibt nur noch wenig Zeit. Ich will es Ihnen erzählen, mein Gewissen erleichtern, aber... Ich kann mich Ihnen nicht entscheiden. Worum geht es in Edgeworth? Um einen Albtraum, den ich hatte. Die Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Ein Verbrechen, das Sie begangen haben? Die Erinnerung an einen Mord. Und da ich so gern mit Cliffhangern arbeite, bis zum nächsten Part.